Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Hortz zusammen mit Markus. Jo. Bereit für ein Abenteuer. So, du bist dann quasi Healer oder was? Das ist Sinne. Healer bin ich nicht. Ja. Raum der Horde. Kann mich selber heilen, ja. Ich hoffe, irgendjemand anders fühlt sich berufen, einen auf Healer zu machen. Tja, mach einfach dann Faller, wenn jetzt keiner sagt. Ich bin bereit. Vor allem kann ich eh nicht mehr Lilly spielen und Lilly so mag ich. Diene ich. Bereit für den Kampf! Stimmt. Ja, mal furieren. Möge Elun uns Stärke gewähren. Kann jederzeit losgehen. Okay, ist ein interessanter Teamaufbau auf jeden Fall. Mein Hass kennt Alter, was haben die für ein Team? Tank plus Healer, Assassine, Assassine und Unterstützer. Unterstützer. Doppel-Assassine ist Assi. Ja, auch wenn Doppel-Assassine. Wenn die beide auf dich gehen, ist aber scheiße. Ja, auch. Bin ich Assassine? Ja. Ja, aber nicht so ein übertriebener Assassine wie Zeratul oder Illidan. Du bist halt nicht unsichtbar. Aber du kannst halt übelst halt Damage abziehen halt. Irgendwann. Ja, Illidan dann auch. Du bist halt dann übelst OP und Illidan dann halt nicht so. Das ist halt nicht so OP am Ende. Das ist halt immer gleich so ungefähr. Ja. Der tötet halt immer, wenn du halt kein Leben mehr hast. Und alle Waller kann dich halt nochmal halt Leben töten. Gegen Endgame wäre ich halt richtig gut mit Waller. Ja. Weil dann schieße ich verdammt schnell, heil mich verdammt schnell und kann sogar noch mit extra Fähigkeiten dem Gegner 10% Schaden abziehen und einfach mein Leben wieder draufrechnen. Auf Stufe 18 müsste es sein. Kann ich dem Gegner einfach 10% von seinem Leben wegnehmen und die einfach mir wieder drauf tun. Das ist schon verdammt geil. Vor allem wenn du dagegen einen Tank kämpfst, ne, du ziehst den einfach so sein Leben so. Gesamtleben halt voll viel im Vergleich zu meinen Nürn. Wenn ich dem 10% abziehe, dann sind es bei mir vielleicht wieder 30 drauf oder so. Das heißt, ich krieg einfach so ein Drittel meiner Leben wiederhergestellt. Einfach so, zack, wieder da. Beim Gegner weg. Ja. Und bei einem Tank sind halt 10% viel. Wenn du es jetzt bei Murky machst, wird dämlich, weil da kriegst du nix. Ja. Macht euch bereit für eure dürfte Schlacht. Falls ihr sie überleben. Ich fühle mich stärker. In Ordnung. Mach Blocken. Lasst uns diesen Beobachtungspunkt sichern. Komm du auch, Beobachtung. Der Tempel öffnet seine Tore in 10 Sekunden. Und zwar probieren wir direkt den Beobachtungspunkt zu pushen. 4, 3, das machen die anderen auch alle. 2, 1. Die Jagd geht weiter. Möge die Schlacht. Ist auch immer. Okay, wir haben 2 Noobs im Team. Die stehen an der Wand und kommen nicht durch. Das. Ja. Okay, aber du. Schnell und lautlos. Oh, jetzt war sie in Fähigkeit eingesetzt schon. Alter, mach einfach Team, Alter. Team Attack, ey. Alle weggeschafft. Keine Gnade für die Ewigkeit. Ja. Ein Flügerschachzug.
Die hat direkt unsichtbar gemacht, der Schwarze. Zwei Tower. Oh. Also in den hier gehe ich jetzt nicht rein. Aber Illidan will mich trotzdem haben. Oh shit. Oh nein, das ist nicht mehr. Eine wahre Augen. Das war es. Genug gewartet. Auf geht's. Verstehe auch nicht ganz, warum Trall eigentlich für Nahkampf ist, obwohl der Nahkampf 3 ja Fernkampf ist. Mach ich doch. Das ist eine gute Frage, die ich dir aber auch nicht beantworten kann. Ein kluger Schatz. Da haben wir den Tower komplett geklärt. Das Licht verblasst in meinen Händen. Er ist tot. Ich bin in die falsche Ecke gerannt. Wähle dein Lied. Geh da. Bitte. Ich bin warum stehst du eigentlich die ganze Zeit hinten, obwohl du Nahkämpfer bist? Das sollte nicht sein. Ich sehe dich irgendwie nur Attacken spammen. Aber nicht reinrennen. Weil ich wenig Leben habe. Und wenn ich reingehe, dann... Ich habe noch weniger Leben und bin Fernkämpfer und stehe näher da wie du meistens. Tja. Wie ihr wünscht. Ey, wir verlieren schon wieder. Da links ist einer. Ja, toll, die. Der kommt schon die Tower. Ja, die sind drei Level über uns, dann kann ich schaffen. Wir machen uns jetzt einem 1 gegen 2 tot. Entscheide dich für ein Talent.
schnell und lautlos. Oh, Illidan. Euer Schicksal ist besiegelt. Ein kluger Schachzug. Nee, wirklich, wenn wir drei Leute hinten liegen, müssen wir in der Gruppe zusammenbleiben. Falls es denen nicht aufgefahren ist, die dann schickt uns auch, wenn wir in der Gruppe zusammenbleiben, weil wir drei Leute hinten liegen. Und der End kommt auch noch. Hoffentlich tötet er Illidan jetzt. Nein, er schafft's auch nicht. Illidan hat nach dem Kampf einfach mehr Leben wie vor dem Kampf. Das war euer Vor. Gehen wir. Ja, Leute. Nächster Kampf gelaufen. Von eurem Vor bleiben nur Trümmer. Wie immer ist einer in der Lobby, der sofort das komplette Team dafür verantwortlich macht, dass alle scheiße sind und wir bitte nicht mehr in der Liga spielen sollen. Die ganzen Pros, was? Das ist ein ganzer Pro. Man muss dazu sagen, er ist der schlechteste Spieler im Team. Hier. Ja, da rennt er auch alleine gegen drei Leute rein. Weil behindert ist. Bei uns sagen wir nicht im Team kämpfen, weil wir liegen drei Leute hinten. Das sind vier. Und wir sind tot. Weil irgendwie dann hinter mir dran. Tschüssi, gute Nacht, die auf Wiedersehen. Ein kluger Schachzug. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Jetzt erst die Hauptfähigkeiten, Alter. Schon traurig. Ja, die Runde war wieder Müll. Der Pfad führt hier lang. Ja, hier für den Arsch. Muradin captured unser Ding da. Das Licht der Sonne für den Tempel. Und geh zurück. Oh nein, die Dani sind tot. Cool, wenn man seinen Tod 5 Sekunden davor vorhersagen kann. Ja. Beim nichts machen. Der ist auch tot, weil er sich mittendrin hinstellt und unbewegbar macht. Ihr seid auch tot, ne? Ja. Ja, das wird in unter 15 Minuten schon eine coole Sache. Nur leider nicht für uns.
Cool, wir haben die erste Festung verloren. Da schießen zwei Tower auf die zweite Festung. Schnell und lautlos. Eine Festung. Wir haben genug von der Macht meiner Tempel gestohlen. Die Jagd. Und kümmert euch wieder um. Wow. Wir haben Illidan gekillt. Noch vorbei. 4 gegen 1 haben wir eine Chance. Tötet er mich jetzt, oder? Gehen wir. Gut gemacht, Heiler. Ich breche auf. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Aber jetzt langsam fange ich an, gut zu werden. Ja. Ihr könnt meinen Zorn nicht erkennen. Den wollte ich unbedingt noch haben. Aber jetzt kommt Illidan mit dem Tod. Das Licht der Sonne wird immer stärker. Oder? Wie bald? Ja, das war's. Lauf! In ihre Nähe. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Ich bin auch. Da bist du tot. Ich auch. Der Gegner greift eure Zitadelle. Boah. An. Was war das jetzt? Die Jagd geht. Niemand darf überleben. Diablo Facepalm, warum war er tot? Eure Feinde haben eine Festung vernichtet. Ich wundere, dass er tot ist. Darum Facepalm, oder? Ich will nur wissen, warum er jetzt Facepalm schreibt. Er ist der einzige von uns, der gestorben ist. Die Jagd geht weiter. Alter, ich sterbe schon gegen die Vasallen, Alter. Schau's dir an. In Ordnung. Ich fühle mich gestärkt. Wir könnten Boss machen. Wäre vielleicht sinnvoll. Gebt diesem Helden den Rest. Oh, die Gegner haben gerade Boss gemacht. Das muss ich zugeben. Aber jetzt müssen wir hinter. Nee, genau. Boston so. Sag ich ja, wir müssen hinter. Das schaffen wir nicht mehr. Ein kluger Schatz. Wir sind zumindest nicht sehr losgestorben. Oh, ich bin schon wieder. Nicht im Boden. Nein, ich bin nicht dort. Besucht mich wieder. So, und jetzt, der wo rumgemosert hat, ist nach Rainer der zweitschlechteste Spieler. Der beste war ich.
Danach du und danach. Also von dem her, über uns darf man sich nicht beschweren. Na Leute, irgendwie habe ich so das Gefühl, wir werden, wenn wir eingestuft sind, irgendwo so bei Liga 40 liegen. Aber naja, ja, wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge Hotz oder was auch immer. Bis dahin, servus, ciao. Tschüss.